Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren, ermutigt uns die Lektion Nummer 98. Heute wollen wir uns für die Wahrheit entscheiden und nicht mehr für die Illusion. Wie wir schon oft gesehen haben, jedes Mal, wenn wir uns für die Illusion entscheiden, werden Myriaden weiterer Illusionen auftauchen. Und dann glauben wir, innerhalb unseres Bezugsrahmens von Illusionen gute Entscheidungen treffen zu können, die uns glücklich machen. Und so halten wir dieses Perpetuum mobile innerhalb unseres Bezugsrahmens ständig am Laufen. Und wir bemerken es nicht. Einfach nur, weil wir einem Denkfehler aus Gewohnheit nach hinterherlaufen und dieser Denkfehler hält uns ständig in der Illusion gefangen. 1 und 1 ist 3. Du und ich sind getrennte Wesenheiten, getrennte Wellen auf einem Ozean. Wir sind keine Wellen, wir sind der Ozean. Es gibt gar keine Wellen. Es gibt nur den Ozean. Es gibt gar keine Körper, es gibt nur die Wahrheit. Und wir müssen keine Angst haben vor dieser Aussage. Wir verlieren nur unser psychologisches Selbst, das wir gemacht haben. Wir verlieren nur unsere eingebildeten Probleme, die wir gemacht haben. Ein Traum ist ein Traum ist ein Traum. Und wir werden eingeladen, sanft aus diesem Traum auszusteigen. Nicht in dem, ja, das verstehe ich nicht und deshalb, ja, praktiziere ich es nicht. Wir können uns unser ganzes Leben mit dem Kurs in Wundern beschäftigen und uns erzählen, das verstehe ich nicht. Da kommen wir keinen Schritt weiter. Wenn wir heute die kleine Bereitschaft hereinbringen, ich will diese Lektion geben, dem Heiligen Geist geben, ich will meine Zweifel ablegen, natürlich sind wir in Zweifel. Jesus weiß das ganz genau, dass du an dieser Aussage zweifelst, ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan erfüllen. Aber dennoch werden wir ermutigt, diesen Gedanken zu denken, zu fühlen und bereit für die Erfahrung zu sein. Aber bevor ich es nicht denken will und immer noch herumeiere, und an diesem Gedanken zweifle, solange kann ja nichts geschehen. Es ist ja nicht schwer für dich zu denken, ich gehe jetzt meine Zähne putzen oder ich mache mir jetzt mein Frühstück. Denken, fühlen, erfahren. Oder ich gehe jetzt zur Arbeit. Das sind alles Gedanken, das sind alles Dinge, die wir tun, die wir vorher gedacht haben müssen. Und irgendwann werden sie zu unserer Gewohnheit. Und wir müssen überhaupt nicht mehr nachdenken, was das bedeutet oder ob ich das heute tun will. Als Kind mussten wir lernen, wie man tatsächlich ein Frühstück macht oder die Zähne putzt oder wie man Auto fährt. Aber musst du, ein geübter Autofahrer muss doch heute nicht mehr überlegen, wie er das Steuer bewegen muss oder wie er die Kupplung treten muss oder wie er Gas geben muss. Das geschieht alles aus der Gewohnheit heraus. Und so gewöhnen wir uns durch diese Erinnerungen an ein neues Denken. Und wir können gar nicht genug davon berichten, jedes Mal, wenn du dich der Lektion hingibst
und deine kleine Bereitschaft hineinbringst, machst du in Riesenschritte in dein Erwachen hinein. Ich habe mir in meiner Entwicklung des Kurses in Wundern, habe ich immer wieder gedacht, ah, da passiert ja nichts und oh, jetzt mache ich diese Lektion, ich weiß nicht wie oft schon und irgendwie, ich habe das Gefühl, es passiert nichts und ich hänge da fest und ich komme nicht weiter. Aber ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, was meine kleine Bereitschaft alles vermag. Und ich war nicht so ein disziplinierter Schüler, der sich hier jede Stunde hingesetzt hat und 5 Minuten geübt hat, sondern ich war eher so ein undisziplinierter Typ. Ja? Die Disziplin kommt erst so mit der Zeit, wo ich verstehe, was für enorme Vorteile diese Lektionen bringt. Und gerade in meiner Undiszipliniertheit konnte mein Ego hineinkommen, siehst du, du packst es eh nicht und du bist viel zu undiszipliniert, du bringst diese 5 Minuten nicht auf und so weiter. Und dann habe ich mich wieder schuldig gefühlt und ich habe gedacht einfach, naja, andere schaffen das, nur ich nicht und so weiter natürlich. Und schon alleine, dass du heute zuhörst und schon alleine, ich lade dich wirklich ein, den Kurs in Wundern in die Hand zu nehmen und diese Lektion auch zu lesen. Da sind wunderbare Botschaften drin. Und schon alleine, dass du diese Energie aufbringst, ist deine kleine Bereitschaft. Und die wollen wir natürlich auch tagsüber immer wieder aufleben lassen. Ja, und denn trotz meiner Undiszipliniertheit konnte ich einfach feststellen, wie sich meine Wahrnehmung verändert. Wie meine Reaktionen andere werden. Und wie ich bereit bin, liebevoller auf die Dinge zu schauen, wie ich es noch ein paar Jahre zuvor getan habe. Ja, und wie du natürlich hier an diesen Worten hörst, ist dieser Kurs in Wundern keine Instant-Erleuchtung, die wir mal irgendwo an einem Wochenende vollbringen oder nur weil wir mal irgendwo eine Lichtwahrnehmung hatten, uns einbilden, ich bin erleuchtet und ich wüsste jetzt Bescheid. Wir sprechen von Erlösung. Wir sprechen davon, dass wir diese Welt, dieser Bezugsrahmen, den wir gemacht haben und in dem alles in einem Guss zu funktionieren scheint, dass wir diesen aufgeben. Wir geben den Rahmen auf. Wir geben unsere selbstgemachte Psyche und Welt auf. Wir geben unsere Projektionen auf, die wir so sehr gehütet haben. Wir verlernen Angst, wir verlernen Sorgen, wir verlernen Schmerzen. Und all das wurde mir über diese Jahre geschenkt. Ich habe die Angst verlernt. Ich habe verlernt, mir Sorgen zu machen. Interessant, ne? Ja, eigentlich müssten wir andere, wir wollen etwas lernen, aber letztendlich verlernen wir. Ja, und plötzlich bemerkst du das auch in dir, wenn du hier dran bleibst. Und es ist wirklich ein Dranbleiben an diese Lektionen und dieser Podcast, das soll dich motivieren, dran zu bleiben. Der Podcast führt dich nicht in die Erlösung. Deine Praxis ist es. Der Podcast, den du hier hörst und den ich dir anbiete, der soll dich motivieren. Hey, wow, der Typ ist ja gleich wie ich. Das ist ja der gleiche Chaot wie ich. Das ist ja der gleiche, zwischen Gottfried und mir gibt es gar keinen Unterschied. Außer in den Charaktereigenschaften oder ähnliche Dinge. Aber
der hat die gleichen Denkfehler wie ich und es scheint zu funktionieren. Und dies soll Motivation für dich sein. Ich bin nicht jemand, der der Lehrer ist. Der Lehrer ist ein Heiliger Geist. Und durch die Lektionen kommst du mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Und ich motiviere dich dazu, dieses zu tun, in diese Praxis zu gehen, um den Frieden in dir zu erfahren, durch dein hohes Selbst, durch die Motivation, heute in Liebe zu sein, durch die Freude, die dir die Ausdehnung Gottes geben wird, immer wieder und auf jeden Fall geben wird. Und heute wollen wir wieder dorthin schauen. Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Ach ja, vielleicht noch eines, wenn ich vorher gesagt habe, ich bin nicht der Lehrer. Das bedeutet auch, stelle mich nicht irgendwo auf ein Treppchen oder ähnliches. Das ist überhaupt nicht nötig. Und ich will da auch gar nicht sein. Ich will nicht irgendein Guru sein, den du vielleicht aus mir machst. Ich bin mit dir im selben Klassenzimmer der Liebe. Und der Lehrer ist das Licht in dir. Der Lehrer ist tatsächlich, wir nennen es hier so, der Heilige Geist. Jesus hat den Heiligen Geist manifestiert. Er hat ihn zum Ausdruck gebracht. Er hat durch ihn gelebt. Er hat durch ihn Heilungen verursacht. Er hat durch ihn die Elemente überwunden und Dinge vollbracht, die der normale Verstand nicht, ja, die im normalen Bewusstsein nicht existieren. Eben weil er außerhalb des normalen Bewusstseins sich selbst wahrgenommen hat, als Licht Gottes. Und auch er ist durch diesen Kurs in Wundern gegangen. Und auch er hat diese Lehre für sich adaptiert und wahrgemacht. Und auch er ist durch all die Fragen, durch all die Bedenken, durch all die ganzen Geschichten, die auch du in dir hast, hindurchgegangen. Er ist nicht durch eine jungfräuliche Maria hierher erschienen, sondern als Mensch. Und er hat sein Menschsein aufgegeben, um sich als befreite Seele zu erfahren. Und so ist unser Weg und er kennt den Weg. Und die einfache, die ganz, ganz einfache Einladung von ihm ist, folge mir nach. Und nimm die reine Lehre des Christus auf und nicht irgendwelche verfälschten Schriften, von denen man sagt, es sind die Bücher der Bücher. Nimm die reine Lehre auf und diese beinhaltet, dass du deine Rolle im Gottes Heilsplan akzeptieren willst. Und sobald du dich dem öffnest, okay, hey, okay, ich möchte die Rolle im Gottes Heilsplan akzeptieren. Und jetzt kann dir die Rolle übertragen werden, geistig übertragen werden. Und du musst heute noch gar nicht wissen, was das bedeutet. Aber irgendwo fühlst du es. Und meine Rolle ist heute, mit dir in diesem Klassenzimmer zu sein. Meine Rolle ist heute, dir diese Worte zu überreichen. Ich kann und möchte gar nichts anderes tun, als die Rolle im Gottes Heilsplan zu akzeptieren, ohne Wenn und ohne Aber. Ich bin dort, wo ich bin, möchte mich Gottes Heilsplan haben. Das, was ich jetzt spreche, geschieht durch den Heilsplan Gottes. Und das, was ich tue, geschieht durch den Heilsplan Gottes. Und wenn ich in dieser Gewissheit bin
oder mich immer wieder daran erinnere, dass es so ist, ja, wo können dann noch Fehler sein? Und genau in dieses Gefühl kannst du auch gelangen. Heute. Du brauchst keine Zeit, um den Heilsplan Gottes zu erfahren. Du brauchst nur die Bereitschaft. Und die Bereitschaft wird dich dorthin bringen. Und deshalb pflege deine Bereitschaft. Sei freudig. Und wisse, das vergessen wir meistens, du willst diesen Kurs in Wundern erinnern. Du bist freiwillig in das Klassenzimmer der Liebe gekommen. Und du willst jede Lektion erinnern. Daran gibt es keinen Zweifel. Und der Widersacher, das Ego, versucht mit allen Mitteln, dich daran zu hindern. Aber du musst dem Ego ja nicht mehr glauben, was es dir erzählt. Du musst deinen Gedanken über dich selbst ja nicht mehr glauben. Du kannst dir einfach sagen, halt, stopp. Ich möchte mich heute an etwas ganz anderes erinnern. Ich öffne mein Herz und meinen Geist und meine ganzen Energiezentren für den Heilsplan Gottes. Ich möchte nur noch in diese Erfahrung gelangen. Ich atme den Heilsplan Gottes ein und ich atme ihn aus. Ich möchte ihn manifestieren. Und das ist das Leichteste, was wir tun können. Alles andere ist kompliziert. Wenn du sagst, ja, ich muss erstmal mein Haus bauen und dann hast du einen Denkfehler innerhalb des Bezugsrahmens, den du gemacht hast. Kann das Bild ohne Rahmen existieren? Kann das Bild ohne den Rahmen existieren? Nein. Egal, wie schön du den Rahmen ausgeschmückt hast und wie viele Diamanten du hineingetan hast und wie schön du ihn angemalt hast, der Rahmen ist letztendlich bedeutungslos. Lass ihn los, damit deine Grenzen fallen. Die Schuldlosen haben keine Angst, denn sie sind sicher und begreifen ihre Sicherheit. Weder appellieren sie an Magie, noch erfinden sie Fluchtwege aus eingebildeten Bedrohungen, die nicht wirklich sind. Sie ruhen in stiller Gewissheit, dass sie tun werden, was zu tun ihnen gegeben ist. Sie zweifeln nicht an ihren eigenen Fähigkeiten, weil sie wissen, dass ihre Funktion am rechten Ort, zur rechten Zeit vollständig erfüllt wird. Sie haben sich so entschieden, wie wir uns heute entscheiden werden, auf dass wir ihre Gewissheit teilen und sie noch dadurch mehren mögen, dass wir sie selber akzeptieren. Welch wunderbare Worte, welch wunderbare Einladung an uns, zu begreifen, was wir sind. Wir sind die Schuldlosen. Und wir haben keine Angst. Denn wir begreifen, dass wir sicher sind. Und wir erfinden keine Fluchtwege. Wir erfinden keine illusionären Ziele. Wir erfinden keine Krankheiten mehr, keine Sorgen mehr und kein Leid mehr. Wir erfinden keinen Mangel mehr. Wir haben unsere Angst aufgegeben. Ja, vielleicht zweifelst du noch an dieser Aussage, aber es ist schon geschehen. Wir beschäftigen uns hier nur noch mit vergangenen Dingen, die schon längst geheilt sind in unserem Geist. Du brauchst nur noch zu sagen, ja, ich bin
geheilt. Ja, ich bin geheilt. Und hier lassen wir die illusionäre Welt los. Hier finden wir das, was wir wahrhaftig sind. Beschäftige dich nicht mehr mit illusionären Traumata, die dir von irgendwelchen Experten in der Illusion eingeflüstert werden. Beschäftige dich heute mit der wahren Welt, mit deiner Wahrheit, die allezeit verfügbar ist. Sie werden bei uns sein, diejenigen, die sich schon als erlöst erkennen, die Schuldlosen, sie werden bei uns sein. All jene, die sich so entschieden haben, wie wir uns heute entscheiden, werden uns freudig all das bieten, was sie gelernt und alles, was sie gewonnen haben. Und auch die Ungewissen schließen sich uns an. Und indem sie sich unsere Gewissheit borgen, verstärken sie sie noch, derweil die Ungeborenen den Ruf vernehmen werden, den wir hörten und ihm nachkommen werden, wenn sie gekommen sind, um ihre Wahl erneut zu treffen. Heute entscheiden wir uns nicht nur für uns. Heute entscheiden wir uns nicht nur für uns. All die Ungewissen schließen sich uns an. All diejenigen, die sich noch in Dunkelheit verirrt haben, werden sich dem Licht, das wir heute zu geben bereit sind, anschließen. Ist nicht jede Stunde, 5 Minuten deiner Zeit wert, das Glück, das Gott dir gab, annehmen zu können? Gott hat uns schon das Glück gegeben. Möchtest du es annehmen? Nimm es an. Öffne dich heute dem Heilsplan Gottes. Und du hast machtvolle, lichtvolle Begleiter an deiner Seite, die dich heute in diesem Unterfangen unterstützen. Friede sei mit dir und deinem Geiste. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser.